Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion mit Tomek, mit mir. Und wir gucken uns nochmal ganz kurz die Pokémon an, die wir jetzt haben. Und zwar Pokémon Bulbasaur, Pidgey, Spearowran. Kann man sich den nochmal angucken? Summary. Hier! Eine mega kranke Verbindung. Dann ein Nidoran männlich und ich habe euch heute versprochen, dass wir Bisasam auf jeden Fall fusionieren. Und deshalb bewege ich mich jetzt mal in Richtung irgendeiner freien Fläche und will auf jeden Fall. Und will auf jeden Fall noch irgendein interessantes Pokémon finden, wo ich so sage, hey, das lohnt sich total, das mit Bisasam zu verbinden. Und eventuell, ich habe es euch ja gesagt, fighten wir heute in der Arena. Jetzt wurde mir gerade schon der Weg verwehrt, weil ich wohl vorher auch in der Arena fighten soll, ja. Kann ich hier Pokémon finden? Ich quatsch mal. When you're having reach, you're allowed to. Ich guck nur mal ganz kurz. 3, 2, 1. Okay, hier sind keine Pokémon. So wie es aussieht, um weiterzukommen, muss ich erstmal in der Arena fighten. Ich will aber, ich hab's nicht versprochen mit Bisasam. Ich stehe ein bisschen unter Druck. Was haben wir hier? Irgendeinen dunklen Turm. Museum. Gibt es im Museum nicht Geist-Pokémon? Ich würde mich. Ah, Fossilien. Ich verstehe. Fossilien sind immer gut für Kabuto, für Ammonitas, glaube ich, ja. Für Ammonitas. Okay, hier geht's noch weiter. Was ist das denn hier? Okay. Ich muss gegen den Arena-Fighter kämpfen. Dann machen wir das. Ich bin gespannt, was für Pokémon er hat. Wahrscheinlich auch wieder keine Standard-Pokémon, sondern irgendwelche kranken Fusionen. Und genau das macht übelst diesen Reiz und den Charme an dem Spiel aus. Weil Pokémon kennen wir alle. Aber Pokémon Fusion? So, ich fighte erstmal gegen die Göre hier. Passt Sneak. Lol. Ich wollte überhaupt nicht sneaken. Was bildet die sich ein? Georan! Geil! Genau sowas suche ich. Ein Kleinstein. Okay, gegen den bin ich aber super effektiv. Bam. Was? Wieso bin ich gegen den nicht effektiv? Das ist aber nicht effektiv, oder? Was? Leech Seed? Komm ran da. Poison, nein! Er hat mich nicht vergiftet, zum Glück. Junge, ich mache viel weniger Schaden, als ich dachte. Zum Glück ist es ihr einziges Pokémon. Und ich kriege natürlich viel Erfahrung. Ich benutze mal Schlafpuder. Nein, bitte vergifte mich nicht. Nein, ich habe die Attacke verfehlt. Ich will doch, dass er schläft. Versuchen wir es nochmal. Rock Polish. Sleeppuder. Yes. Went to sleep. Gute Nacht, mein Junge. Das ist natürlich mit Egelsamen eine schöne Kombination. Er kann nicht angreifen, ich regeneriere mich. Ja, Wine Whip. Und damit habe ich ihn jetzt. Sauber. Mal gucken, ob ich ein ganzes Level steige. Wow, über 200 XP. Geil. Okay. Haben wir im Sack. Ey, genau diese Pokémon. Aber gegen den will ich auch noch fighten. Genau diese Pokémon suche ich doch. Kleinstein. Kleinstein würde ich. Warte mal, Kleinstein? Yo, Sandute! Ist das geil, Alter. Ey, das sind richtig geile Pokémon. Genau solche suche ich. Genau die gefallen mir. Ich hoffe, in der nächsten Area finden wir genau die. Also, da wird es doch interessant. Das, warte mal, Wasser. Feuer ist stark, Feuer ist aber schwach gegen Stein. Also Stein, Elektro. Das sind alles Sachen, die mich echt interessieren, um Bisasam damit zu verbinden. Außerdem stellt euch das bitte mal vor. Ein Geowatz Bisaflor.
Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ein Geowatt dieser Floor. Okay. No. Was will er jetzt reinschicken? Die andere Kombination. Ist das geil. Und wie schon? Okay, ich sehe aber, ich habe gute Chancen, auch den Arena-Leiter zu besiegen, denn wahrscheinlich hat er hier auch... Das ist eigentlich ganz cool, denn am Anfang war mein Bisasam schwach gegen die ersten Taubsies, gegen die ersten Zubats, weil sie halt Flug-Pokémon sind. Und jetzt aber gegen den ersten Arena-Leiter habe ich einen guten Vorteil. So, komm ran, Junge. Gymleader, Believe, Heart, Alles klar. Das ist doch Rocco eigentlich. Hat sich aber einen anderen Namen. Was? Entry, hä? Warte, ich habe irgendwas nicht verstanden. Warte mal. Confirm? Jetzt habe ich irgendwas nicht verstanden. Das ist anscheinend ein 2 gegen 2 Battle. Der Rocco, Gymleader Brock. Geojay. Bulbasaur. Also musste ich irgendwie meine Pokémon registrieren, sozusagen, für diesen Fight. Easy peasy, Gast. Das ist eine sehr gute Attacke. Nein, und es war ein Crit. Ist das dein Ernst? Oh nein. Er hat es genau perfekt gemacht. Da, wo Pflanzen-Pokémon gut sind, der wird mich zerschmettern. Bam! Der hat die beste Kombination, die man haben kann. Nein. Ab ins nächste Pokécenter, aber das sollte ja direkt an der Arena hier sein. Ich muss direkt jetzt wieder in die Arena gegen ihn kämpfen. Alto Belly, ey, der hat mich richtig kaputt geprügelt. Okay, das ist falsch. Was ist denn das eigentlich für eine Hütte hier? Pummel auf. Pupp. Jigglypuff. Zack. Und was will der? Okay. Nichts Interessantes. Ab zur Arena. Oh, mein Bisasam muss einfach einen besseren Job am Anfang machen. Gar nicht so einfach für den kleinen Jungen. Gar nicht so einfach. Das ist eine geile Kombination. Er hat zum einen eben das Flug-Pokémon, dann hat er das Gesteins-Pokémon, also er gleicht damit Schwächen irgendwie so ein bisschen aus. Na klar will ich dich challengen, Junge. Shit, Alter, shit. Ich hoffe, ich packe ihn jetzt. Wie viele hat er eigentlich? 2 auch? 2 gegen 2? Ja. Giachi. Schlafpuder. Das ist keine effektive Attacke. Yes! Yes, yes! Er schläft! Genauso wollte ich das. Komm. Jetzt mit einem Leech Seed infizieren. Ist fast asleep. Ist fast asleep. Schlaf schön, mein Junge. Was seeded? Jetzt ist die Frage, bin ich vielleicht sogar sehr effektiv? Gegen den Steintyp, den er hat, obwohl vom Körper her ist er ein Taubsi. Das heißt, Taubsi ist in dem Fall das stärkere Pokémon gewesen. Es funktioniert aber schon so ein bisschen. Setze ich nicht. Ich bleibe dabei. Yes, schläft immer noch. Und das war genau das Richtige. Und deshalb wollte ich diese Schlafattacke auch haben. Ja, er schläft nicht mehr, das war klar. Rock Polish, okay. Ich würde ihn aber gerne wieder schlafen legen. Oder nee, ich kann ihn jetzt besiegen. Dann macht es keinen Sinn. Komm, Rock Tomp, das ist eine schlechte Attacke. Und ich hab ihn. Ich hab ihn. Mal gucken. Und das andere ist wahrscheinlich genau die umgedrehte Fusion. 200 XP, Level 15, das ist doch ein Biest. Takedown? Yes. Takedown? Was ist das denn für eine Attacke? 90 Power, a reckless full body charge attack for slamming. Das damage the user a little.
Dafür nehmen wir einfach mal Tackle weg. 1, 2, 3. Bulbasaur forgot Tackle and learned Take Down. Mannix. Lol, das ist Onix mit Mankey. Heftig, heftig. Erstmal Leech Seed. Im besten Fall würde ich ihn jetzt sogar schlafen legen wollen. Es wäre geil, wenn das funktionieren würde. Komm schon. Was macht er? Rock Tomb? Töte mich nicht. Yes, und? Bitte schlaf. Nein, die Attacke ging daneben. Nicht schön, nicht schön. Ich versuch's nochmal. Ich muss es nochmal versuchen. Rage. Genau, ich habe gehofft, dass er... Nein, wieder verfehlt. Ich hätte ihn, glaube ich, sonst besiegen können, oder? Ich versuch's einfach nochmal. Rage, tötet mich das nicht? Nein, es hat mich getötet. Es war close. Bulbasaur fainted und dann haben wir jetzt den zweiten, Pidgey. Wow, der muss es regeln. Ja, ist klar, nicht Bulbasaur, sondern hier, switch in. Oh man, ein Level 7er. Könnte schnell tot sein. Mhm. Ich habe keine Chance. Verdammt, das ging am Anfang so gut los. Hätte ich einfach den... Oh, Leech Seed! Leech Seed ist noch dabei! Dadurch habe ich eine Chance! Tackle! Jetzt komm, Leech Seed! Ja! Das macht doch den Löwenanteil an Schaden! Set bei Leech Seed. Rage, der darf mich einfach nur nicht töten! Der darf mich einfach nur nicht töten! Er muss irgendeinen anderen Mist einsetzen! Oh Mann! Ich brauche noch 5 Runden oder so. Karate. Junge, was ist das denn? Ein Onix, ein Mannix, sorry. Das ist ein Karate. Wie kickt der mich? Wie kickt der mich bitte? So, Blackout. Im Endeffekt ist aber mein Bisasam wieder Level gestiegen. Also, das hat sich schon gelohnt. No, ich hau ab. Zack. So. Ich habe es euch versprochen, dass wir Bisasam entwickeln, um ihn zu fusionieren. Um Bisasam zu fusionieren, müssen wir auf jeden Fall den Arenaleiter besiegen. Ich hoffe, dass mein Bisasam noch nicht Level 16 wird, denn ich glaube, mit Level 16 wird er zu Bisaknosp. Im Zweifelsfall fusioniere ich dann ein Bisaknosp. Komm schon, das hat am Anfang gut funktioniert. Mit dem Schlafen legen, das war perfekt. Bulbasaur. Entry. Boah, mit Level 15, der hat allen was richtig schön von der Power voraus. Okay. Brock, komm ran. Jin, ich versuche sofort mit dem Schlafen. Gast, nein, das ist eine effektive Attacke. Super effektiv sogar. Yes, er schläft. Und jetzt kann ich wieder ganz entspannt mit meinem Egelsam. Fast asleep, Egelsam, bumm. Und auf Dauer heile ich mich damit voll, solange der schläft. Und jetzt gibt es noch einen schönen Wine Whip. Schläft immer noch, schön. Das ist eine sehr starke Kombination. Ihr habt jetzt den beständigen Schaden von Egelsam. Oh, ist aufgewacht. Setzt eine gute Attacke ein. Tatsächlich ist der Schaden aber nicht übertrieben hoch, obwohl sie sehr effektiv ist. Okay, ich muss ihn wohl wieder schlafen legen. Das mache ich sofort. Fight. Sleep. Rock Polish, schön, er setzt etwas ein, was mir keinen Schaden zufügt und er schläft. Yes, Bisasam, du bist mein Held. Kleines, geniales Pokémon. Und jetzt machen wir ihn fertig. Schläft schön. Und dann kommt nochmal Egelsam dazu. Und jetzt habe ich viele Leben.
Ja, ich muss mit dem... Nein, wieso konnte er noch einmal Schaden machen? So, meine größte Chance ist jetzt natürlich, wenn ich es schaffe, das Mannix sofort zum Schlafen zu bringen. Mannix. Rage, das ist schon mal eine böse Attacke. Komm, schlaf. Ich setze erstmal Egelsamen. Oh, Karate Kid. Oder Karate Kick. Okay, ich brauche Egelsamen. Ich muss auf jeden Fall Leben regenerieren und damit Zeit gewinnen. Wie viel zwirbelt ihm das weg? Der ist ja eigentlich gar nicht super effektiv gegen mich, oder? Nee, stimmt. Ich habe es von... Wow! Er darf mich jetzt nicht töten. Ja! Ja! Ihr seht, ich habe jetzt eine bisschen andere Taktik angewendet. Komm schon. Bind? Attack Mist! Und ich habe ihn. Y-Whip. Yes! Yes, yes, yes! Endlich geschafft. 300. Oh oh. Entwickelt er sich? Jetzt bin ich gespannt. Entwickelt sich. Bulbasaur is evolving. Alles klar. Gegen ein Bisaknoss bisher nichts einzuwenden. Upp, kurz keine Rückmeldung. Das Spiel kann mal solche Hänger haben. Eventuell muss man es dann neu starten. Nee, es funktioniert. Bulbasaur is evolving. Geil. Zeig mir das Bisaknospi. Komm. Bisaknosp. Bulbasaur evolved to Ivysaur. Sehr schönes Ding. Tier 39. Ich kann... Will slow the opponent down. The arcans of transfer will... Yeah. Okay, go to the gym. Okay, ab zum nächsten Gym. Aber mein Versprechen muss ich hundertprozentig ein... Congrats, ja, 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 ja. Sehe ich sowas, als ob ich mit dir reden will? Weiter geht's. Ich muss jetzt schnell ein interessantes Pokémon fangen. Im besten Fall natürlich ein Gesteins-Pokémon. Ich würde das so gerne. Ein Kleinstein mit inzwischen Bisaknosp. Aber warte, gehen wir erstmal ins Pokécenter. Das macht wohl Sinn. Zack. Zack. Yes, bitte. Dankeschön. Wisst ihr was? Ich kann auch das Spiel mal, by the way, speichern. Sonst, safe. Oh, über eine Stunde Spielzeit schon. Dann kann ich save the game. Nice. Also jetzt sind wir schon mal sicher. Und jetzt geht's weiter. Die Route, die uns vorher blockiert wurde, da können wir jetzt lang. Ist es jetzt hier rechts oder oben rechts? Ne, hier rechts, ne? Die hat uns das blockiert. Genau. Route 3! Didididid. Ah, bevor ich gegen die ganzen Trainer kämpfe... Was finde ich jetzt hier? Wahrscheinlich kein Kleinstein. Verdammt! Ich muss mein Versprechen einlösen. Oh, dieser Knosp ist geil, ey. So, hauen wir erstmal den ersten weg. Takedown. Boom! Yo! Hat sich ein bisschen selbst geschaltet, aber das war voll okay. Holy. Na komm, dann wird doch locker in der Tasche. Bumm. Jetzt nochmal einmal hier, zwei Tackles und... Achso, Wine Whip, okay. Not very effective, aber Gegner besiegt. Das zählt.
Das Ergebnis zählt am Ende, 41, 42 Erfahrung. Also keine interessanten Pokémon. Oh, ich muss mich jetzt tatsächlich hier durch die ganzen Trainer durchkämpfen. Ich könnte natürlich auch hinten rumgehen, aber das macht keinen Sinn. Ich fürchte mich vor keiner Konfrontation. Und jetzt wird gefightet. Like Battle. Pika! Pika! Aber ein krankes Pikachu schon wieder. So ein kranker Shit, ey. Pika-Oran. So, Takedown. Besiege ich ihn sofort? Nicht ganz. Donnerblitz. Es wird aber paralysiert. Ah. Okay, trotzdem, dass er paralysiert ist, hat das Attacke ganz normal eingesetzt. Alles klar. Was kommt als nächstes? Manuna. Keine Ahnung, was das sein soll. LOL, Kokuna und Mankey. Low Kick. Wie sieht dieses Viech schon wieder in Low Kick ein? Yeah. Aber ich schwäche mich schon selber ordentlich. Ja, machen wir den Wine Whip. Oh, zweimal angegriffen. Nicht getroffen. Nein, diese Paralysierung ist echt eklig. Die muss doch irgendwann von selbst runtergehen, oder? Zwei Treffer. Drei Treffer, yo. Nicht schlecht. Hm. Habe ich eine Potion? Pokéball. Was bringt eine? Nichts. Hm, nichts Interessantes. Wechseln wir doch einfach mal das Pokémon. Ich will mir mal diesen, ich will mit diesem Kranken hier fighten. Spearowran. Was für ein Viech. Oh ne, jetzt besiegt es aber doch nicht gleich, oder? Ja klar, na klar, trifft viermal, was soll das? Dann wechsle ich jetzt auf Pidgey, der wird das auf jeden Fall regeln. Ja, da muss ich aber gleich trotzdem nochmal ins Pokécenter. Hm, neue Attacke, wieso nicht? Nice, haben wir besiegt. Okay. Ah, bevor ich die anderen Trainer Maß nehme, jetzt muss ich doch den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Okay, zum Glück ist er nicht so weit. Kurz die Pokémon heilen. Ich will auf jeden Fall weiter mit meinem starken Bisaknoss fighten. So, in den ja klar, stelle ich mir den Weg. Oh, wir sind schon 23 Minuten in der Aufnahme. Die muss jetzt noch ein paar Minuten gehen. Ich will nicht einfach mal dieser Knosp mit... Ich könnte es aber mit Nidoran fusionieren. Das wäre okay. Würde mich aber nicht ganz glücklich machen. Ja, im Notfall muss diese Folge einfach eine Stunde oder so dauern. Ich muss jetzt was Interessantes fangen. Ich würde es entweder mit einem Wasser- oder mit einem Gesteins- oder mit einem Elektro-Pokémon verbinden. Es würde alles gut funktionieren. Das wären so Schwächen oder Weaknesses oder Schwächen oder Effektiv. Das würde auf jeden Fall alles so ein bisschen. Okay, pass auf, dann mache ich es jetzt anders. Versuche mich mal an den Trainern vorbei zu sneaken. Okay, ganz komme ich nicht vorbei. Ich sneak mich jetzt mal so gut. Ich weiß, normalerweise, ich weiche keine Herausforderungen aus, aber ich muss jetzt unbedingt ein gutes... Da stehe ich einfach unter Druck, weil ich es euch letztes Mal versprochen habe. Und Versprechen werde ich auf jeden Fall halten. It's raining... was ist raining? Take down. Bam. Krankes Pokémon. Okay, mit dem war's das. Hat er noch einen? Nope. Was bringt sie jetzt? Hui, ein Sandan mit Zubat. Sieht geil aus. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus.
Punish? Was ist das denn für eine Attacke? Nicht, dass der mich vergiftet. Nice. Hat nicht geklappt. Komm, setzen wir den Takedown ein. Ich will diesen Fight jetzt nicht zu lange hier in die Länge ziehen, nicht zu lange ausweiten. Oh, und Mist. Astonish. Avizarus, damaged, alles klar. Ja, diese Fähigkeit fügt mir halt selber auch ein bisschen Schaden zu. Das muss man in Kauf nehmen. So, ich bin an vielen Trainern vorbeigekommen. Okay, so komme ich auch an dem vorbei. Oh, finde ich jetzt hier nochmal ein schönes Pokémon? Komm schon, gib mir irgendwas mega Interessantes, please. Nein, nicht ein Habitak. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ja, brüll mich an. Level 17, sauber. Das kann doch nicht sein, ey. Hier ist wieder irgendwas. Komm schon. Gibt's hier was Interessantes? Please. Nein, nicht wieder ein Habitak. Go, Ivysaur. It is raining. Setzen wir einfach mal Wine Whip ein. Ja, easy. Ist nicht effektiv, aber ich bin einfach vom Level so hoch, dass ich die Gegner easy besiege. Oh man, 27 Minuten in der Aufnahme. Über 30 will ich sie ungern ziehen, aber ich brauche ein gutes Pokémon. Ich könnte das jetzt auch schnell... Eine Höhle! Yes! Das ist doch ein gutes Zeichen, Freunde. Das ist doch ein sehr gutes Zeichen. Da will jemand, dass ich tatsächlich eine geile Entwicklung hinkriege. Okay, erstmal verbessere meine Pokémon. Heile sie. Verbessern könntest du sie auch, aber ich glaube, dazu bist du nicht in der Lage, Baby. Safe. Yes. Save the game. Zack. Nice. Eine Höhle ist genau das Richtige. Genau das brauche ich jetzt. Wie viele? Okay, noch zwei, drei Minuten. Komm schon. Ich brauche... Wieso kommt hier nichts? Yes. Bitte. Zufairy. Das sieht schon mal geil aus. Würde ich mir gerne fangen. Mal gucken, besiege ich ihn direkt mit dem Takedown oder mache ich ihn so schwach? Yes, ganz genau. Ganz genau so sollte es laufen. Und jetzt fange ich mir den Freund oder die Freundin. Ne, ist männlich, den Freund. Back. Ich habe nicht mehr so viele Pokebälle, also auch da muss ich aufpassen. Komm schon, Zufairy gehört mir. Zwei. Yes! Zufairus Gott. Geil, would you like to give Zufairy a nickname? Nein. Antidote, okay. Komm, gib mir irgendein vernünftiges, normales, nicht entwickeltes. Kein Zubat, kein Zubat. Ich brauche unbedingt einen Kleinstein. Ein Kleinstein wäre so perfekt. Ich stelle mir das so geil vor. Zwei richtige Panzer, Bisaflor, Geowatz. Und ich habe schon gelesen, dass man... Warte mal, ich mache gar keinen Schaden an dem. Ich habe schon gelesen, dass man die Tausch-Pokémon mit Level 40 hier entwickelt. Das heißt, Geowatz, also Gerok zu Geowatz bei Level 40. Schön. Haben wir besiegt. Wild Subert fainted. Was ist das jetzt hier? Venushock? Okay.
Ich laufe jetzt einfach nur durch diese Höhle. Eigentlich komplett orientierungslos, aber ich brauche einfach nur ein gutes Pokémon. Paras? Paras wäre auch wär schon ein bisschen interessant. Leech Life! Er setzt auch Regelsamen ein. Ist das frech. Komm, ich hau ihn jetzt direkt weg. Alter, komm schon. Ich muss jetzt hier rumlaufen. So, Handy klingelt, aber ich kann jetzt ganz kurz nicht rangehen. Das ist jetzt hier... Das sind jetzt hier die finalen 2-3 Minuten, bis ich ein gutes Pokémon finde, um mein Bisaknosp zu entwickeln. Alter, der ist bald tot, ne? Ich glaube, er könnte mal eine Potion vertragen. Bag, habe ich eine überhaupt? Hm. Habe ich gar nicht. Komm schon, bitte, bitte, bitte! Was ist das zum Henker? Kleffe. LOL! Das ist ja auch ein mega geiles Viech. Nee. Also Zuferi ist. Da kann ich auch flüchten? Ich glaube, ich muss jetzt flüchten. Ich muss jetzt flüchten, weil ich ein nicht fusioniertes brauche. Run. Paras. Oh, verdammt. Mit Paras werde ich auch nicht glücklich. Komm, ich hau mal hier ab. Upp, genau vor der Treppe? Nein, ein Paras. Ich brauche einen Kleinstein. Im Zweifelsfall vielleicht einen Sandan. Das würde auch noch gehen. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Das ist so krank. Aber das zeigt doch einfach, dass es hier Kleinsteins gibt. Vielleicht gibt es hier welche. Nein, aber schon wieder diese andere kranke Geschichte. Na, kein Paras. Kann ich denn hier noch einen anderen Weg gehen, der irgendwie interessant wäre vielleicht? Yo, zwei. Zubat und Zuferi. Ich will aber weg. Ja, was haben wir hier? Eine Potion. Nice, die gebe ich sogar gleich mal dieser Knosp. Bag. Potion. Use. Ja, dir geht's wieder besser, mein Junge. Das heißt, ich muss gegen diesen Team Rocket-Typen fighten. Das mache ich jetzt auch. Oh mein Gott, ich hab's euch gesagt, diese Folge, die wird ewig dauern, weil ich hab's euch versprochen. Ich hab's euch versprochen. Daran muss ich mich einfach halten. Vielleicht finde ich jetzt noch auf dem Weg einen Kleinstein. Davon gehe ich jetzt gerade nicht aus, aber ich glaube, es gibt hier Kleinsteins in der Nähe. Da guck mal, diese komischen Fusionen, die müssen doch zeigen, was ist hier in der Nähe. Das ist so krank, ey. Also wenigstens kann man immer flüchten, das ist schon mal gut. Zack. So, dann kämpfen wir jetzt gegen den Typen hier. Oh, vielleicht gibt's hier einen Zubat. Nein, 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 nein. Ich brauche was Besseres. So, komm ran, Team Rocket-Typ. Gangster, mhm. Für mich bist du ein Lappen. Komm ran. Oh, dann hier mit Leech Life. Leech Seed.
schön regenerieren. Komm. Genau. Halt dich schön, mein Kleiner. Nice. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Yes. Egelsamen ist so gut, weil der Schaden, den der Gegner macht, der wird komplett zurückgesetzt. Und jetzt ist er eigentlich tot. Und... nice. Schön, das bringt mir auch gleich erstmal viel Erfahrung. Bam, bald habe ich den auf Level 18 und den immer noch nicht entwickelt. Fusioniert, meine ich natürlich. Zuckens. Ey, was, was zum Henker? Leech Life, Leech Seed. Muss sein, Egelsamen. Hopp. Nice, wie es nicht klappt, dass die mich vergiften. Nicht sehr effektiv, aber ich bin vom Level her weit vorne. Ich bin immer noch nicht vergiftet. Ey, krass. Eigentlich Poison Sting musste einen doch vergiften, oder? Giftstachel ist das, ne? Wahrscheinlich so 20-30%ige Chance. Er setzt es wieder ein. Hat wieder nicht funktioniert. Zu meinem Glück natürlich. Okay, damit haben wir den Team Rocket-Typen. Achso, warte mal, der hat noch einen Pokémon. Na gut, besiege ich auch. Zutata. Leech Seed ist immer gut am Anfang. Und, oh, bis, wie viel? 5 Schaden und ich regeneriere. Ah, ich regeneriere weniger, nur 3. Ach komm, einmal ein schöner Takedown. Bam! Yo, wenn so ein bieser Knospe auf ein kleines Zutata zuläuft. Ja, da nix zu lachen. 352. Was ist das denn hier? Starpiece? Yo, was bringt mir Starpiece? Back? Starpiece. Hm. Komm schon, jetzt gib mir ein schönes Pokémon. Nein, nicht so eins. Nicht so eins. Mhm, weiter geht's. Okay, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Okay, komm schon. Ich hoffe ja immer noch, dass da ein Klein... Ich habe aber irgendwie langsam das Gefühl, hier kann gar kein Kleinstein spawnen. Run. Lol. Bei der los, hallo. Lol, die will mich bekämpfen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Es hat nur ein Pokémon. Glunisch. Okay. Leech Seed wird aber nicht sehr effektiv sein. Das funktioniert nicht. Was? So, aber okay. Dann machen wir es anders. Takedown. Bumm. Und? Ah, okay, war jetzt gar nicht mal so übertrieben hoch, der Schaden. Sie will mich vergiften. Takedown. Oh, oh. Sie hat mich. Sie hat mich. Ding. So, dann das Nidoran. Und dann den Speck. Ist natürlich einiges an Level höher. Oh, verdammt, und die regeneriert auch noch Leben. Kann mir Nidoran die überhaupt besiegen? Geht gar nicht, geht nicht. Oh! Hilfe! Willst du ein anderes Pokémon einsetzen? Eigentlich nicht.
Ich kann's nicht canceln. Lol, das heißt, ich muss fighten. Dann versuchen wir es mal. Super Double Slap. Shit, sofort tot. Egal wie ich das Pokémon ich einsetze, die wird es jetzt besiegen. Und dann, Freunde, gehe ich ins Pokécenter. Und dann, ich habe mir jetzt schon überlegt, wie ich mein Bisaknosp fusioniere. Weil ich ja jetzt hier keinen Kleinstein gefunden habe, bin ich in Zugzwang. Ich verstehe, was ich meine. It's not very effective. Das ist gut. Tackle. Hey, der könnte ihn besiegen. Giftbruder. Ist aber vergiftet, ey. Schon zum wiederholten Mal, dass der Kleine hier vergiftet ist. Und? Wow, 2 Level? 3 Level? Ach was, mega. Oder nee, warte, warte, ich riskiere es jetzt noch. Ich gehe hier nochmal runter. Komm, jetzt gucken wir mal, welches Pokémon hier auftaucht. Komm schon, es muss doch was... Genau. Komm schon. Ihr seht, wie hartnäckig ich bin. Peshu, wie sieht das denn aus? Oh, please. Verdammt. Okay, Pidgey ist tot. Nein, nicht Zubat. Can't escape. Come on, ich will weg. Got away safely. Nice. Okay, holen wir uns hier. Alter, wie viele TMs man hier schon bekommt. Ein Kleinstein! Ein Kleinstein! Oh mein Gott! Und ich war schon am Verzweifeln. Oh mein Gott! Wie viele Pokémon habe ich eigentlich für den? Oh mein Gott, nur den hier? Bitte, ey, bitte! Lass mich den einfach jetzt sofort fangen. Ja, ja, ja! Yes! Yes! Endlich! Jetzt wird der Traum doch noch wahr. Kein Spitzname. Mega, mega! Okay, jetzt heißt es hier so schnell wie möglich rauskommen. Das heißt, schnell in einem Kampf verlieren. Wir landen direkt im Pokécenter. Und dann... Knapp 50 Minuten haben wir gleich. Eine der längsten Aufnahmen, die ich in letzter Zeit hatte. Bei den Minigames, glaube ich, sowieso die längste Aufnahme. Ja, ich setze jetzt irgendwas ein, der wird mich sowieso besiegen. Ich habe einen Kleinstein. Ja, jetzt bin ich gespannt. Männlich, Bisaknosp. Kleinstein, weiblich. Ich vermute jetzt aber, es wird ein männliches Pokémon. Männliches mit weiblichem fusionieren, ey. Oh, ist nicht effektiv. Ich hau den sogar weg. Ey, das ist doch so geil. Flug-Pokémon. Oh, sind die dann doppelt effektiv? Sind Flug-Pokémon gegen Stein-Pokémon gut oder nicht? Auf jeden Fall ist Feuer ja gut gegen Pflanze. Dafür aber nicht gegen Stein. Ach, was? Ich besieg den? Ich versuch's einfach weiter. Wieso nicht? Defense, hey, use Tackle. Junge, der überzeugt mich jetzt schon, der Kleinstein. Ich bin gespannt, auf welchem Level wir gleich rauskommen. Level 17? Level 10? Bleibt es ein Level 17er? Entwickelt er sich dann vielleicht gleich zu Georock, Bisa, Knosp? Keine Ahnung. Jo. Von wegen, ich will schnell sterben. Nice, Level 11. Rock Throw, kann er lernen. Yes. Machen wir mal gegen Tackle, oder?
Alles andere macht gar keinen Schaden. Ja komm, ey. Kann er mal nicht besiegen? Na endlich! Wer freut sich darüber, dass alle seine Pokémon tot sind? Lost gegen Youngster. Tomek blacked out und ich bin im nächsten Pokécenter gelandet. Ist klar. Ist klar, Freunde. Und endlich meine erste Fusion. Back. Ey, ich bin richtig aufgeregt. DNA Splicer. Use. Ivysaur, Fuse Swift, Geodude! Come on! Was wird daraus? Was wird daraus? Hat dann dieser Knosp noch so zwei Hände? Es bleibt der Körper von dieser Knosp. Ein steinernes Bisa-Knosp. Geogisaur. Junge, sieht für mich todesepisch aus. Todesepisch. Ist Level 17. Was für Fähigkeiten hat er? Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Was für Fähigkeiten hat er? Pokémon? Summary? Takedown? Achso, der hat die Fähigkeiten behalten von Bisa Knosp. Mega, mega geil. Leute, wir sind 47 Minuten in der Aufnahme. Es hat sich aber gelohnt. Ich habe genau die Entwicklung bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass die meisten von euch es bis zum Ende durchgehalten haben. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen vorgesäppt. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn. Mein Geogisaur. Mega geiles Pokémon. Ich feiere es jetzt schon, wenn das Ganze zu Bisaflor, Georock, Geowatz am Ende wird. Keine Ahnung, was daraus wird. Aber es sieht geil aus. Und von den Schwächen, von den Stärken habe ich, glaube ich, ganz gut ausgeglichen. Leute, ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause. In 2 bis 3 Tagen gibt es wieder Pokémon Infinite Fusion. Ansonsten, wie gewohnt, League of Legends, Pokémon Go, vielleicht noch ein anderes Zusatzvideo. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.